Hallo ihr wundervollen Menschen unter der Sonne. Heute reden wir über ein relativ unangenehmes Thema, nämlich Quaddeln und Urtikaria. Was das Ganze ist, worauf man da achten muss, das werden wir heute in unserem kleinen Mythen-Blockbuster wieder besprechen. Ich bin Max. Und ich bin die Barbara. Und wir sprechen eben, wie Max schon sagte, heute über Nesselsucht, auch als Urtikaria bekannt. So, aber bevor wir wieder unsere Mythen hier beantworten, Barbara, würde ich erstmal sagen, liebe Leute, falls ihr irgendwelche Probleme habt oder falls irgendwas sein sollte, ihr Fragen habt oder irgendwelche Dinge klären wollt, geht unbedingt auf Dermagnostik und sucht unsere HautärztInnen auf und die werden euch all diese Fragen beantworten. Gut, und das bringt mich auch schon zu unserer ersten Frage, Barbara. Und zwar, unsere erste Frage ist, können Quaddeln langfristig weggehen? Ja, die Quaddel ist definiert als eben diese typische Hauterscheinung, die nach 6 Stunden weggeht, aber an anderen Stellen wiederkommen kann. Aber die Einzelquaddel kann langfristig weggehen. Das ist sehr gut. Das heißt, im Endeffekt, Quaddeln kann man bekommen, die können weggehen, aber dann wieder auftauchen. Genau, und dann haben wir Urtikaria. Ach so, und das ist nämlich auch noch eine wichtige Tatsache, die man hier besprechen muss, dass was genau jetzt eigentlich Urtikaria definiert. Urtikaria kommt von Urtika, sprich Quaddel. Und diese Quaddeln können eben am ganzen Körper ausschlagsmäßig auftreten, können auch an den Schleimhäuten auftreten und da deswegen das Krankheitsbild Urtikaria. Gut, das ist eine sehr interessante Information und dann würde ich sogar schon einen Themensprung machen, nämlich zur Urtikaria. Und zwar, was sind so typische Trigger für Urtikaria? Stress ist wie häufig ein Trigger für Hauterscheinungen. Es kann nach Infekten kommen und es gibt auch allergisch bedingte Urtikaria. Da habe ich eine kleine Frage zu noch, also so eine kleine Extra-Frage, so einen kleinen Exkurs. Kann es auch sein, dass sich Urtikaria nach Einnahme bestimmter Medikamente zeigt oder auswirkt? Oder ist das eher so eine Sache, die es gibt Medikamente, die sich als Urtikaria zeigen. Analgetika-Intoleranz, Acetylsalicylsäure, aber auch die anderen nicht-steroidalen Antiphlogistika, Ibuprofen kennt jeder, Diclofenac, Voltaren, es stehen auch im Verdacht, beziehungsweise es ist erwiesen, dass die eine Urtikaria auslösen können. Gut, das sind jetzt einige Trigger für Urtikaria, aber Fakt ist, wir haben jetzt gar nicht geklärt, was man dagegen tun kann, sollte es eintreten. Deswegen meine letzte Frage an dich, Barbara. Was kann ich gegen Urtikaria tun? Es gibt eine stadienadaptierte Behandlung, je nach Stärke der Ausprägung der Urtikaria. Prophylaktisch du selber kannst darauf achten, dass die Haut nicht überwärmt, wenn man eine Tendenz zu Urtikaria hat. Also nicht zu heiß duschen, nicht in die pralle Sonne gehen, weil Wärme kann auch über die Gefäßweitstellung zur Quaddelbildung führen. Das war es tatsächlich auch schon mit unseren Fragen, die wir hatten, Barbara. Danke, dass du hier für uns wieder so liebevoll beantwortet hast. Solltet ihr noch Fragen haben oder sollten euch zu anderen Themen, die wir vielleicht hier auf diesem Kanal noch gar nicht besprochen haben, irgendwelche Fragen auf dem Herzen brennen, dann stellt ihr uns unbedingt in den Kommentaren. Aber wichtig noch, solltet ihr Fragen haben und direkt jetzt schnell nach Antworten suchen, dann guckt auf jeden Fall auf unserer Website Dermagnostik nach oder auf unserer Dermagnostik-App nach, denn dort beantworten wir euch jede Frage, die ihr habt. So, und das wäre auch schon das Video für heute. Deswegen, meine Lieben, bleibt gesund, stellt wie gesagt eure Fragen, abonniert, damit ihr unsere nächsten Videos nicht verpasst und weil es ja noch Sommerzeit ist, guckt auf jeden Fall auch unsere Videos zur Aftersun mit der Barbara da und auch zur Sonnencreme, denn eine wichtige Pflege ist extrem wichtig im Sommer für unsere Haut und für uns selbst. Von daher, macht's gut, ihr Süßen, bleibt gesund, trinkt viel, cremt euch ein und das war's für heute.